Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar bin ich gerade wieder durch einen 5-Masken-Run durch, eben wieder einen, ja, Kunden durchgezogen hier. Und dementsprechend gibt es jetzt wieder ein kleines Opening. Ich hoffe, ich krieg diesmal coolen Loot. Und nicht nur die Kunden, die kriegen nämlich irgendwie immer gute Sachen raus. Eben der hat jetzt aber so ein mittelmäßiges Teil gekriegt, da habe ich jetzt mal die Hoffnung, dass ich was Krasses rausbekomme. Und? Ach, fick dich doch. Crit, ach komm, die 370-Items, die sind halt immer dreckig, immer. Okay, das war mal wieder eine Nullnummer. Aber dafür will ich meinen Umhang-Upgrade hier. Jetzt kann ich den wieder ein bisschen von der Verderbnis hochknallen. Und ja, jetzt habe ich nur noch 41 drüber. Ich krieg zwar kein gutes Verderbnis-Gear, aber zumindest durch meine Overall-Verderbnis ein bisschen verringern. Okay, dann schauen wir gleich in die nächste Kiste rein. So, ich habe den nächsten Run durch. Wieder einen glücklichen Kunden gehabt. Und jetzt gucken wir mal, was wir drin haben. Ich hoffe doch, dass wir hier mal ein richtig, richtig krasses Teil drin haben. Und was haben wir drin? Vielseitigkeitsbrock. Ah, ich weiß schon wieder, ich krieg beim 450er, da krieg ich dann wieder einen guten Proc wahrscheinlich. Ach, ist das nervig. Okay, wieder eine Nullnummer. Aber wenigstens wieder 300k Gold verdient, ne? Gut, sehen wir uns gleich beim nächsten wieder. So, wieder ein erfolgreicher Run. Wieder ein Kunde glücklich gemacht. Und ja, mal gucken, was ich rauskrieg. Der Kunde war mit seinem Loot nicht ganz so zufrieden, hat leider kein ganz geiles Teil gekriegt. Vielleicht kriege ich ja jetzt was Gutes. Hab wieder schicke 300k mehr. Und ich hoffe, jetzt ein richtig krasses Item. Und? Wo macht ihr die Kiste jetzt nicht auf? Was war da drauf? Ach, fick dich doch. Warum krieg ich denn nur so einen Mist? Ich habe eben mit dem so ein bisschen gerödelt. Ja, ich habe zweimal einen Dreier Zwielichtsverwüstung auf dem Main. Ich habe gerade seinen Twinkler durchgezogen. Und ich dachte mir so, okay. Und ich habe zweimal eins. Immer noch nichts Krasses. Aber naja, was haben wir? Wir haben Tempo-Gear rausgezogen. Na, jetzt haben wir schon nur noch 460. Also, das war jetzt der dritte Run. Ich denke mal, einen mache ich auf jeden Fall noch. Mal gucken, wann ich dann den nächsten finde, der ihm ein bisschen Gold abdrücken will. Und ja. Dann schauen wir, denke ich mal, gleich mal in die nächste Kiste noch rein. Sodala, wir sind wieder einmal erfolgreich durchgelaufen. Und zwar habe ich wieder einen mitgezogen, wieder schön ein bisschen Gold. Oder nee, ich krieg mein Gold noch. Ich bin gerade 300k nehme ich immer pro Ding run. Ich bin gerade, wenn ich die 300k nehmen würde, über ein Cap wieder. Also ich muss das wegschicken. Das ist immer die Problematik, die man hat, wenn man sehr viel Gold tatsächlich auf einem Char hat. Und jetzt gucken wir mal, was ich drin habe. Müssten, also ich habe drei Runs die Woche schon gelaufen, also ein 450er-Item müsste ich jetzt noch rausziehen. Es geht ja immer 5-Item-Level runter. Und was haben wir drauf? Ne, für 55, warte mal. 70, 65, 60. Ah ja, stimmt, okay, für 55. Der fünfte Run ist quasi für 50. Gut, aber das ist jetzt ehrlich gesagt ziemlich kacke mit irgendwie Sekundärstat. Aber ein guter Proc auf dem für 55er hätte mich auch fast eher ein bisschen geärgert, muss ich sagen, weil das ist dann natürlich schon einiges, was du an Stats verlierst über Item-Level, ne? Okay, hatten wir wieder wenig Glück die Woche. Das Einzige, was sich gefüllt, ist quasi mein Geld- oder Goldbeutel. Mein Gear wird zwar auch immer mehr, auf der Bank flackt mittlerweile immer mehr Zeug rum. Also ich habe meine Bank mal übrigens ausgeräumt. Und, ach, ups, warte mal, wo haben wir es denn hier? So, hier, das sind alles irgendwelche Items jetzt mit Corruption. Ich glaube, ich habe schon irgendwie 30 Items mit Corruption auf der Bank liegen, im Inventar auch nochmal einiges. Aber leider kriege ich nichts Sinnvolles. Und ja, ich habe so viel Explosum auf der Bank liegen. Gleich mal wieder verstecken hier. Okay, gut, das war's dann mit dem kleinen Opening für die Woche wieder. Und ja, mal gucken, ich werde wieder ein bisschen was an Vessels farmen. Und dann schauen wir nächste Woche wieder, was so drin ist. Beziehungsweise, ja. Können mal gucken, dass wir ein bisschen Gold machen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tilara, bis zum nächsten Mal. Ciao.